Wir probieren. Jump Float oder Sprungflatter auf Deutsch. Gibt 1000 Variationen, einbeinig, seitlich laufen. Das Einfachste ist wirklich, Ball ist in der linken Hand, rechte Hand ist auch schon fertig und ich versuche. Ein Schritt mit links, Anwurf, nicht so hoch, war vielleicht 1,5 Meter über Kopfhöhe, 1 Meter über Kopfhöhe ungefähr. Tap, tap, kleiner Sprung und dann Schlag. Wichtig ist wieder, ich versuche den Ball wieder vor der Schulter zu schlagen. Also, Schritt mit links, Anwurf, tap, tap, Schlag. Und wir probieren die gleiche Idee. Du fängst den Ball, gehst 2, 3 Schritte zurück, guckst, dass du an die 3-Meter-Linie kommst. Wurf, tap, tap, Schlag. Probieren. Wieder vorne anfangen. Wir wollen flach schlagen. Gut. Ja, das sah doch gut aus. Schon mal gemacht? Machst du schon einen Sprungflatter? Gut, das ist ja klar, dass das klappt. Kurz Stopp. Also, so. Die Grundidee von Anwurf, Absprung, Schlag klappt, ja, ich dachte jetzt nicht so gut, aber sieht ganz gut aus. Denkt daran, wenn ihr den Float-Aufschlag macht, das Wichtigste ist am Ende, dass der Ball flattert. Weil ihr merkt ja, verglichen mit einem Topspin-Schlag ist der Ball relativ langsam. Wenn er dann also nicht flattert und ganz langsam und ganz ruhig auf den Spieler zufliegt, ist es sehr einfach, ihn anzunehmen. Also wirklich versuchen, ganz konzentriert, die Hand ist fest. Ich persönlich nehme immer gerne die Finger auch zusammen, den Daumen ein bisschen nach hinten, um da wirklich Spannung drauf zu kriegen. Und ich gehe mit einem schweren Arm durch den Ball durch. Ja, ist witzig, ich weiß. Mit einem schweren Arm durch den Ball durchgehen und versuche, ihn in der Mitte zu treffen. Probiert mal so zu schlagen, dass der Ball sich auf keinen Fall dreht. Dass er ganz, ganz ruhig ohne Rotation fliegt. Los. Du triffst ein bisschen zu weit von unten. Versuch. Ah, du bist zwar ein bisschen kleiner, du musst ein bisschen nach oben schlagen, aber das heißt nicht, dass du ihn hier triffst. Versuch ihn einfach ein ganz kleines bisschen unter dem Mittelpunkt zu treffen.